Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Gestern Abend in den USA bzw. heute Nacht in Deutschland gab es wieder ein bisschen Kino mit der Konferenz bzw. mit dem TV-Duell der Vizepräsidenten in den USA. War interessant, ich habe ein bisschen Zusammenfassung geguckt. Grundsätzlich nicht wirklich Neues. Muss man schauen, wie es weitergeht. Momentan sagt man Punktgewinn für Biden. Gut, wir werden sehen, wie die Wahl am Ende ausgeht. Die Indizes fühlen sich davon momentan zumindest nicht gestört. Es fliegt nach oben weiter. Der DAX krabbelt Richtung 13.000 Punkte Marke. Interessant. Haben wir nicht vor kurzem gesehen, wie tief der DAX in die Korrektur gefallen ist, nur um dann aus der Korrektur nach oben umzudrehen und dann in die höheren Bereiche reinzulaufen. Deswegen schauen wir morgens immer hier auch in die Charts und besprechen auch gerne den ein oder anderen Wunschmarkt. Und ich freue mich, Zoom, es ist klasse. Mittlerweile muss ich gar nicht mehr fragen, ob alles passt, sondern die Infos kommen ganz alleine rüber. Danke dafür. Ja, und an dieser Stelle auch wie immer guten Morgen an meine Facebook-Zuschauerinnen und Zuschauer. An der Stelle natürlich auch, möchte ich nicht vergessen. Und all diejenigen, die mittlerweile über die anderen Wege auch zuschauen, über die anderen Streaming-Kanäle, die Fragen laufen hier in Facebook und Zoom rein. Das heißt, wer direkt Fragen stellen möchte, einfach mal dazu anmelden. Dann kann man hier auch auf alle Fälle live auch die ein oder andere Frage stellen. Wunschmärkte natürlich wie heute oder wie immer möglich auch heute. Einfach rein damit in die Chats und ich kümmere mich gerne um den ein oder anderen Titel. Das machen wir zuvor. Allerdings der Blick auf den Risikohinweis. Ich bitte, das, was hier geschrieben steht, in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir rein hier in die Tagesnachrichten. Und wir sehen es, die Handelsbilanz von Deutschland, das ist hier für den August, die ist hier ein bisschen was geschrumpft. Aber trotzdem, wenn wir uns die Handels- oder den Export der deutschen Produktion oder von Deutschland einfach mal anschauen, dann sieht man mittlerweile, es gibt eine Stabilisierung Richtung China. Ja, das ist erstmal ein sehr, sehr großer Vorteil. Es gibt aber auch weiterhin sehr, sehr große Herausforderungen mit den USA, einfach aufgrund der aktuellen Lage. Also leicht ist es nicht. Dafür ist Deutschland für die Exportnation natürlich sehr, sehr abhängig von Exporten und das wirkt sich natürlich immer auch auf. Aber es gibt Licht, man sieht, dort wo es besser wird, funktioniert das mit dem Export auch stückchenweise besser und das können wir hier sehr, sehr gerne auch für die Zukunft fortschreiben. Wir müssen mal schauen, wie es hier an dieser Stelle läuft. Ansonsten heute, ja, so richtig wahnsinnig viele Nachrichten gibt es nicht. Wir sehen es hier. Wir haben ein bisschen was an Reden von EZB-Mitgliedern bzw. vom Vizepräsident. Wir bekommen die Arbeitsproduktivität aus Großbritannien. Da haben wir ja gesehen, es ist nicht einfach, gerade auch in Großbritannien. Und wir bekommen heute von der EZB den geldpolitischen Begleittext. Und aus den USA dann am Nachmittag um 14.30 Uhr. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für die US-Wirtschaft. Das ist auch ein Wahlkampfthema, was gestern Abend auch wieder gefallen ist, wo gesagt wurde, okay, die Republikaner haben ja sehr, sehr viele Arbeitsplätze auch schon wieder geschaffen. Also von den Verlorenen, es soll ungefähr die Hälfte schon wieder zurück am Arbeitsmarkt sein. Jedenfalls schauen wir auf die Zahlen und wir werden sehen, was dort kommt. Werten tun wir das mal nicht. Das läuft an dieser Stelle und ich sehe schon hier, das Battle, wer der Erste im Stream ist, läuft weiter. Heute hat der Holger gewonnen, das freut mich. Glückwunsch, Holger. Wir schauen jetzt in die Charts. Australdollar, US-Dollar, Kandollar, Schweizer Franken und britisches Pfund Australdollar liegen heute auf meiner oder stehen heute auf meiner Agenda. Und ich möchte anfangen mit dem Währungspaar Australdollar, US-Dollar. Ein sehr, sehr schöner Chartverlauf. Das ist jetzt hier, bitte mich nicht verrückt erklären. Das ist der Monatschart. Ich habe den hier gebraucht, um die Gesamtlage ein bisschen besser strukturieren zu können. Und hier sehen wir natürlich ganz, ganz, ganz weit weg die Monate. Ja, es ist ein stark abwärts gerichteter Markt. Aber, und jetzt ist das Interessante an dieser Stelle, schaut euch mal an, was hier in den letzten 7 Monaten passiert ist. Der Markt ist gekommen, unten von 0,55 ist hochgelaufen bis auf 0,74.
Das nenne ich mal einen ordentlichen Run. Schön ab, zack, 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 nach oben. Viele, viele steigende Monate auf die Oberseite hin. Und jetzt sind wir halt oben angekommen in einem wichtigen Drehbereich hier. Natürlich im Monatschart wohlgemerkt übergeordnet immer noch der Aufwärtstrend. Aber wenn man sich das Ganze im Kleineren mal anschaut, hier das Untergeordnete mal reinnimmt, mal gucken, ob es angezeigt wird. Na, das ist jetzt zu groß, da wird es nicht reingezeigt an dieser Stelle. Doch hier, schaut es euch mal an. An dieser Stelle, wenn man das mal anschaut, im Monat, schaut mal hier, da ist der Abwärtstrend am Laufen, ne? Und der ist hier rausgenommen worden durch diesen starken, starken Move nach oben. Also wir sehen, hier ist ordentlich Musik zur Oberseite drinnen. Ich mache gleich mal den Chart noch groß, sehe ich gerade, damit die Leute auf Facebook das Ganze auch sehen können. Also hier sozusagen dieser Move, auf den kommt es mir an, den möchte ich mal beleuchten. Und ich habe einfach den ganz, ganz großen Chart auf Monatsbasis genommen, weil wir hier alles sehen, was wir sehen müssen. Aber keine Sorge, wir bleiben hier nicht im Monatschart, sondern wir gucken uns das Ganze gleich auch nochmal wenigstens im Tag auch an. Aber was wir hier im Monat sehr, sehr schön sehen, ist Nummer 1. Das Level, als wir hier im Großen rausgedreht sind, also als wir dieses Zwischenhoch hier um die 0,7030 rausgenommen haben, das ist Nummer 1 und das ist ein Bereich, der wurde in der korrektiven Phase jetzt mal angetestet. Und da haben sich sofort wieder Käufer gefunden. Und auf der anderen Seite haben wir hier oben momentan wirklich das Widerstandslevel. Das ist die Marke um die 0,74. Das Zwischenhoch haben wir gesehen bei ganz grob 0,7415. Das sind jetzt mal die Rahmendaten, die wir für das, was wir jetzt gleich sehen, brauchen für die Besprechung der Idee, die hier rauskommen kann. Nämlich, und das ist jetzt das, was wir im Tageschart sehen. Schaut mal, diese sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung, die wir hier hatten, die ist hier auch trendig gekommen, ne? Hier ist mal ganz grob der Trend skizziert. Hier haben wir natürlich auch den schönen Bewegungsarm mit seinem Trend, alles schick, alles da, und wir sehen jetzt hier auf Tagesbasis einen Abwärtstrend am Laufen. Das ist ganz normal, wir haben eine relativ hohe Range, also eine Schwankungsbreite hier auf dieser Stelle, die einfach so einen Abwärtstrend hat entstehen lassen. Der ist momentan, ist der intakt, aber hier ist jetzt was sehr, sehr Interessantes zu sehen, nämlich die Tatsache, schaut mal, ich mache mal hier ein paar Dinge mit rein, die jetzt gleich wichtig sein werden, ein paar Marker, nämlich wir sehen hier oben das Ausbruchslevel. Ja? Das ist einmal angetestet worden, dann gab es eine Korrektur, eine flache relativ, dann ist es das zweite Mal angetestet worden. Ich hoffe, man kann das gut erkennen hier im Stream, ich mache es mal ein bisschen größer. Dann gab es wieder den Abverkauf. Jetzt geht der Markt wieder hoch und jetzt haben wir hier eine richtig, richtig gute Chance. Und zwar, wir haben jetzt hier die Chance für die Ausbildung eines höheren Tiefs. Und das ist mal an dieser Stelle die erste Voraussetzung dafür, dass wir tatsächlich erneut erstmal hier oben in die 0,72 reinlaufen. Das ist dieses Verkaufslevel hier, Nummer 1. Und Nummer 2, geht's drüber, ist der Weg frei nach oben hin. Also Richtung 0,734 und Richtung Zwischenhoch bei 0,7415. Sehr schöne Chance hier. Erst einmal im Kleinen von unten raus und dann, wenn dieses Level weggenommen wird, haben wir nach oben noch extrem viel Luft ohne dieses riesengroße Gesamtkonstrukt, dass man da sagen muss, ja, das nehmen wir jetzt einfach mal raus oder das muss rausgenommen werden. Die Bedingung brauchen wir gar nicht zu haben. Ja, wenn wir kurz nochmal in die Woche, in den Monat reinklicken, Leute, wir sehen, wir haben hier den letzten langen Bewegungsarm. Der ist jetzt hier, naja, über die Hälfte korrigiert, hat aber noch Luft bis oben hin. Im Monat wohlgemerkt. Da haben wir im Tag genug Luft zum Traden. Da können wir genügend rausschneiden aus den Bewegungen, die dort möglicherweise zur Oberseite noch kommen. Und das Ganze könnte jetzt in Kürze starten. Nämlich hier der Blick nochmal in den Tageschart. Wenn wir hier drüber laufen und sich ein Aufwärtstrend hier innerhalb dieser Range wieder bildet, dann kommen wir vom Median der Range erstmal in die Gelegenheit nach oben zu laufen. Also hier in die Zwischenhochs rein, um dann den Angriff auf die Oberseite dieser großen Trading Range zu nehmen. Das wäre das erste Szenario. Das, wie schon gesagt, ich skizziere es nochmal ganz kurz auf. Also hier erstes Indiz, was es geben kann. Hier ein höheres Hoch. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Dazu müssen wir aber hier oben drüber fliegen. Das wissen wir aber erst später, ne? Heißt an dieser Stelle, das fehlt an Bestätigung, zumindest im Großen. Wir haben halt hier noch keinen Trend, ne? Aber wer mich inzwischen kennt, der weiß auch, ich packe in solchen Zeiten gerne mal die Chancen auch an im untergeordneten Trendverlauf der Stunde. Da haben wir sie nämlich, die Chance da. Die Stunde läuft schon hoch und das können wir hier nach oben traden. Das ist interessant zur Oberseite. Aber wenn wir doch Schwäche reinbekommen und nicht hier drüber ranlaufen, das ist dann der Punkt. Und da muss ich jetzt an dieser Stelle auch immer sagen, das ist gut für Swing-Trader geeignet, weil diese Setups brauchen immer eine Weile, bis sie sich sozusagen entwickeln. Wenn wir hier
im ganz, ganz großen Bild weiter nach unten laufen, ja, dann wäre das das Szenario, ich skizziere das hier mal in Rot, dass wir jetzt hier sozusagen die korrektive Phase sehen, bis dahin, in Rot wollte ich haben, nicht in Grün, Moment, so, also hier, Rot nach oben, so, jetzt ist hier Korrektur, das hier ist großer, großer Außenstab, also alles hier drin ist nur Gezappel, wenn es dann nach unten weitergeht, hier in irgendeiner Art und Weise nach unten weg, haben wir hier Trendfortsetzung und das bringt uns dann in die Situation, dass wir durchaus uns auch zur Unterseite orientieren können. Wohin? Ohne dieses große Bild kaputt zu machen, haben wir Platz bis zur Unterseite rein und die Marker, die wir hier haben, sollten wir tatsächlich unten drunter fallen, also dieses Bild hier machen, ja. Dann haben wir die Anlaufpunkte, hier schaut euch das mal an. Da drüben ist ein Level, hier ist ein Level und da unten das Zwischentief auch als Level. Also die Marker von 0,6925, 0,6830 und 0,6780. Das sind mal die Wegpunkte, die wir durchaus zur Unterseite haben, sollte der Markt die Seitwärtsrange nach unten verlassen. Und damit haben wir zwei schöne Drehszenarien, die wir im Tageschart schon mal ableiten können. Und jetzt kommt das Interessante für die kurzfristigen Trader. Und zwar, klar wird jetzt hier noch angezeigt, wir haben den Abwärtstrend da. Hier, es trendet halt nach unten. Aber die Umkehr ist hier in vollem Gange. Ja, heißt, ich nehme mal kurz den Zeitrahmen raus. Was haben wir denn hier mittlerweile? Ja, wir haben eine Tageskerze, die gestern schön nach oben gelaufen ist. Das ist das Erste. Ja, ich skizziere das einfach alles mal. So, also schön Hochlauf. Und die Kerze hat uns gezeigt, im untergeordneten Verlauf haben wir mittlerweile einen Aufwärtstrend, Leute. Und das ist doch das Interessante. Und damit ist die Chance offen. Und was ist jetzt hier passiert? Hier ist was sehr, sehr Schönes passiert. Schaut mal, hier haben wir einen Drehlevel. Das hat der Markt jetzt rausgenommen. Hier oben ist der nächste Widerstand. Das Zwischenhoch, was wir aus dem Abwärtsschub von oben haben, also diese starke Abverkaufskerze von vor zwei Tagen, das ist der starke Rutsch. Ist ein Aufwärtstrend da in der Stunde? Jawohl. Wo geht der Aufwärtstrend der Stunde momentan hin? In Richtung der vorübergehenden Aufwärtsdynamik. Damit haben wir zwei kleine Trendverläufe, die in dieselbe Richtung laufen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für eine Chance, hier oben dieses Level bei 0,72 rauszunehmen. Das ist interessant und das ist das, was wir hier sehen. Jetzt wird es halt wichtig, hier die 0,717 rauszunehmen, um kleinen, um dann weiter nach oben zu schieben. Und das sind die Marker, die haben wir jetzt da und das sehen wir sehr, sehr schön im Stundenchart. Und das ist echt ein richtig interessantes Level, was wir hier momentan auch haben, was das Long Setup, Moment, wir sehen es gleich wieder, das war der falsche Knopf, hier ist er, was das Long Setup, was ich gerade auf Tagesbasis auch angesprochen habe, durchaus untermauern könnte. Wie schon gesagt, nächster wichtiger Anlaufpunkt hier oben, die 0,72. Und damit haben wir eine ordentliche Risikokontrolle. Wir haben sehr gute Chancen für die Long-Seite. Und wenn es nicht klappen sollte, dann ist es so. Und diejenigen, die sich sagen, naja, ich traue dem Frieden nicht ganz, die müssen auch nicht allzu lange warten. Hier oben am Widerstandslevel wird sich dann entscheiden, ob der Markt rüber will oder nicht. Und wenn das nicht will, verkauft das ab und dann kann man sich auch relativ schnell wieder auf die Short-Seite stellen. Das zum Austral-Dollar, US-Dollar. Wir machen weiter. Ich bleibe mal noch beim Austral-Dollar und zwar diesmal in Zusammenarbeit mit dem britischen Pfund. Also hier britisches Pfund, Austral-Dollar und hier haben wir eine schöne Keilformation innerhalb eines Abwärtstrends. Ne? Und wir wissen, einen bärischen Keil in einem Abwärtstrend, da müssen wir immer mal ein bisschen vorsichtig sein. Worauf kommt es mir hier drauf an? Ich raff's mal ganz kurz auch hier zusammen, dass wir etwas mehr Zeiteinheit sehen. Das heißt, hier schaut es euch an, der Markt im Großen und Ganzen schon abwärts gerichtet. Ne? Wir sehen es ganz klar hier an dieser Stelle, einen Abwärtstrend, der ist da, den können wir nicht wegreden. Hier, das der starke Schub nach unten, das die Korrektur nach oben, das wieder nach unten, das sind die Werte, die wir haben. So, dann haben wir hier schön die Korrektur. Hier oben in diesem Widerstandsbereich um die, naja, 1,829, 1,83 haben wir schön das Umkehrsignal bekommen. Schwupps ist der Markt nach unten gelaufen und jetzt das korrektive Muster hier, diesen Keil. Da sind wir jetzt ausgebrochen, also gestern drunter durchgebrochen. Jetzt hat es den Markt gestern gleich wieder hochgeschoben und jetzt drehen wir wieder rum. Und das ist jetzt der interessante Fakt, wo ich sage, wenn dieser bärische Keil bestätigt wird, ja, durch weiterfallende Kurse, dann haben wir Anlauflevel auf der Unterseite. Wenn wir uns mal nur den Schub bis zum Start des Keils anschauen, Nummer 1, die 1,7841, das ist der Wert hier unten. Und dann, naja, dann kann es noch weiter gehen zur unterseitigen Potenziale, haben wir da hier im Kleinen das Zwischentief hier unten grob.
die 1,763 und dann hier unten das Tief bei 1,749. Und das schauen wir uns jetzt mal im Kleinen an. Macht ja keinen Sinn, das alles vom Tag anzuschauen, sondern das ist viel, viel interessanter, wenn wir uns das jetzt mal in der Stunde anschauen. Und dann sieht man nämlich auch relativ schnell, was ich ja meine. Und zwar hier an dieser Stelle, schaut mal, dass der Keil, wartet, ich skizziere es mal kurz in grün, hier, der Keil war sozusagen die Gegenbewegung, hier oben rauf, ne? So, da haben wir es gehabt. So, und jetzt ist Folgendes passiert, hier an dieser Stelle, ein erstes tieferes Hoch, Ausbruch aus dem Keil, das ist jetzt ein gebildeter Abwärtstrend. Hier oben haben wir jetzt definitiv die Korrektur und da ist jetzt was Interessantes, und zwar das Level, was wir hier unten haben, und zwar dieses hier. Das ist das kleine Zwischentief, und wenn wir dieses kleine Zwischentief rausnehmen, dann sehen wir, dass der Markt da oben umdreht. Das ist hier, ich mache das mal kurz in einer anderen Farbe, das ist jetzt das wichtige Level. Hier haben wir die Umkehr der gesamten Bewegung, ja. Das heißt, das ist jetzt der Stundentrend, hier ist die Korrektur im Stundentrend, und wenn wir uns das jetzt mal kurz im 5-Minuten-Trend anschauen wollen, dann sehen wir sozusagen die Korrektur hier oben am Laufen, ja, also hier, das, die Korrektur. Zack, zack, und hier hat sich der ganze Trend nach oben geschlängelt. Das sehen wir hier mal ganz grob, sozusagen, wohlgemerkt, das sind die 5 Minuten, ja. Also das ist nur der Bewegungsarm, das ist Käse, sich das jetzt im Detail anzuschauen. Aber was jetzt wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir in den 5 Minuten im Kleinstrahmen, ja, schon wieder nach unten trenden. So, zack, rups, so. So, und jetzt stellt sich die große Frage, was ist denn, Leute, wenn wir hier unten durchlaufen? Dann ist erst einmal dieser Trend hier rausgenommen, das ist das klassische Umkehrsignal, die Umkehr der Nachfrage, und dann haben wir den Richtungswechsel. Und was passiert dann? Dann läuft die Stunde definitiv wieder gen Süden. Das wäre dann der Schub nach unten, wenn wir hier drunter fallen. Und wo sind dann die Anlaufpunkte? Ist ganz schnell gefunden. Also erst einmal hier unten, hier das Thema hier unten, die 1,79,9. Ja, und dann haben wir als nächstes Level hier das Tief hier unten um die 1,78,975. Das sind zwei sehr, sehr schöne Marker, die wir durchaus fein auf der Unterseite mit begleiten können. Das hier mit Blick in britisches Pfund, Australdollar. Und damit schalte ich nochmal rüber zum Währungspaar Kandollar, Schweizer Franken an dieser Stelle. Und hier sehen wir eine bullische Flagge, Leute. Hey, wir haben mal wieder Bullen heute Morgen da. An dieser Seite sehr, sehr interessant im Kandollar Schweizer Franken, was wir hier sehen. Wobei das Ganze ist, sag ich mal, in der jetzigen Situation durchaus interessant für die kurzfristigen Trader. Warum? Weil wir hier, wenn wir uns das Bild mal etwas genauer anschauen, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenraffe, beziehungsweise ich schalte mal ganz kurz in den Wochenchart um, dann sehen wir schon, dass der Markt so ein bisschen auf Richtungssuche ist, ne? Also wenn ich das mal kurz ein bisschen größer mache und euch mal kurz zeige, worauf ich schaue, dann sieht man das. Das haben wir hier oben, schaut mal, dieses Level hier und dieses Level hier unten. Also wir haben momentan mehr oder weniger einen seitwärts laufenden Markt. Und wir wissen selbst, in seitwärts laufenden Märkten muss man einfach schauen, wie man sich aufstellt. Und da ist es in der Regel so, das sind die Märkte, die häufig auch als Choppy, also als sprunghaft hin und her springt, bezeichnet werden, wo man auch Kerzen hat mit langen ausladenden Schatten, also Lunte und Docht an den Kerzen. Das ist typisch für solche Märkte. Aber das ist halt interessant für die kurzfristigen Trader, weil wir haben immer wieder schöne Situationen. Und wenn wir uns das kurz nochmal auf Tagesbasis anschauen wollen, dann sehen wir es hier halt momentan auch. Schaut mal, hier unten haben wir so eine ganz, ganz leichte Bodenbildungsphase. Hier das Tief bei 0,686, das Tief hier bei 0,688,95. Also die liegen ungefähr auf Augenhöhe. Dann haben wir hier den schönen, starken Schub nach oben bekommen. Dann die Korrektur. Jetzt läuft hier oben rauf der Ausbruch nach oben ran. Und das ist jetzt das, was ich sage, das ist interessant für die kurzfristigen Trader. Wir haben hier zwei Level, an denen wir uns orientieren können. Nummer 1, hier die Marke von 0,6925, da sind wir rangelaufen und immer wieder nach unten abgeprallt. Und das ist jetzt das Szenario, was ich hier für die kurzfristigen Trader auch als Abprallszenario bezeichne. Wenn das passiert, können wir uns schön zur Unterseite orientieren. A und B, sollte es keinen Abprall geben, also das ist eine ganz, ganz typische und einfache Trading-Strategie. Entweder Abprall nach unten oder Bruch zur Oberseite. Kommt der Bruch zur Oberseite, schaut mal Leute, hier oben haben wir den nächsten Anlaufpunkt bei 0,69. 4,8 in etwa, ja. Und das Ganze mal schnell in der Stunde angeschaut.
Und da sehen wir schon, die Stunde nimmt man dann als Richtungsgeber und orientiert sich in den kleinen Zeiteinheiten. Ne? Und hier sehen wir, was an dieser Stelle läuft. Schaut mal, wenn wir uns das anschauen, das ist hier der Ausbruch aus der Flaggenformation, der läuft nach oben trendig und deswegen, weil es in die kleinen Zeiteinheiten reingeht, schauen wir uns das Ganze jetzt mal in den 5 Minuten an. Ja, und da sehen wir, sorry, dass das so klein ist, aber das ist bei den 5 Minuten Kerzen nun mal so, da sehen wir halt, was los ist. Und wenn ich das mal kurz ein bisschen zusammenziehe, wir sind halt wirklich auf dem Weg oben ran. Was wir hier sehen, ist, dass ich momentan sowas wie, naja, hier, hoppala, also wir haben hier einen Aufwärtsschub definitiv da, das heißt hier bildet sich in der Art ein Dreieck oben rauf, das heißt wir haben ja oben hier momentan so ein bisschen den Deckel hier an dieser Stelle, also hier das ansteigende Dreieck, das zeigt uns, dass der Markt schon nach oben will, der Ausbruch nach oben bringt uns dann als nächstes hier zu diesem von mir gezeigten Widerstandslevel und wenn es dort zum Abprall kommt, dann können wir uns auf der Unterseite bedienen. Geht es aber drüber, das wäre dann das interessante Level und dann müssen wir schauen, dass wir einfach den Weg nach oben finden. Ich komme jetzt leider hier in den 5 Minuten nicht weiter, das Ganze rauf zu traden in die Marke, die ich gerade im Stundenchart auch gezeigt habe. Also schaut hier oben dieses Level, wo wir hier verkauft haben, um die 069,485. Ja? Wenn wir aber einen Abprall bekommen, das ist dann das kurzfristige interessante Abprall sozusagen von diesem alten Verkaufslevel. Dann können wir schön in die Zielplanung gehen. Schön Zielplanung heißt Abprall von dort oben. Anlaufmarker haben wir hier ganz klar klassifiziert. Auch aus jetziger Sicht sollten wir aus dem Dreieck hier nach unten ausbrechen. 069,12 haben wir hier liegen. Na, und dann hier unten den Schwungbereich. Hier haben wir eine schöne, schöne Stauzone. Grob um den Bereich von 069. Das ist ein sehr, sehr schöner Marker. Also das Level, was wir hier oben an diesem Punkt zum Beispiel haben, dieses Drehlevel hier, das wäre dann mal ein guter, guter Anlaufpunkt. Da haben wir gesehen, hat es eine ganze Weile gebraucht, bis sich der Markt hier für eine Richtung entschieden hat. Und wenn das dann auch rausfällt, ja, hier nächster Anlaufpunkt, haben wir hier unten nächstes Drehlevel um die 068 knapp 9 und dann hier unten schon am Tief hier, das ist das Tief vom Dreieck, was sich beziehungsweise von der auflaufenden Situation nach oben hin, die Marke von 068,8. Also damit sind sehr, sehr viele Marker innerhalb der aktuellen Situation jetzt hier mit Bezug auf den Kandler Schweizer Franken innerhalb dieser Seitwärtsphase gezeigt und für den kurzfristigen Trader durchaus hin und wieder interessante Setups auch mit drauf gekommen. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir noch Fragen haben. Also, wir haben Euro-Austral-Dollar als Frage, wir haben britischen Pfund, japanischen Yen als Frage und dann haben wir noch Euro-Austral-Dollar als Fragen. Das muss ich mir mal kurz durchschauen. Also Euro-Austral-Dollar schauen wir uns mal als erstes an. Bei Euro, Austral-Dollar, US-Dollar immer bitte aufpassen, an welche Stelle die Währung steht. Ne? Beim Euro steht die Währung vorne, also der Euro steht vorne, der Austral-Dollar steht hinten. Also das ist die eine Seite und beim Austral-Dollar, US-Dollar steht der Austral-Dollar auf einer anderen Seite. Das heißt, wenn der Austral-Dollar sich hier schwächer oder stärker entwickelt, bewegen sich diese beiden Währungspaare nicht gleich, sondern absolut entgegengesetzt. Ne? Deswegen, wir schauen mal ganz kurz auf das Währungspaar Euro-Austral-Dollar rauf. Das ist ein wichtiger Fakt. Da habe ich übrigens neulich auch eine Frage nochmal zu bekommen, ob ich das mal noch erklären kann, wie das mit diesen Währungspaaren passiert. Das werde ich morgen mal in der Freitagssession machen, weil ich habe gemerkt, da gibt es immer wieder Unklarheiten. Das Wissen braucht man halt entsprechend auch, damit man sich bei wichtigen Wirtschaftsmeldungen einen Reim draus machen kann, wenn die Währung stärker oder schwächer wird, was dann mit den entsprechenden Währungspaaren passiert. Das muss man ganz klar wissen. So, jetzt haben wir hier den Blick in Euro-Austral-Dollar. So, und in Euro-Austral-Dollar sehen wir ganz klar eine extrem weite laufende Range. Ne? Also das ist hier im Tageschart, da brauchen wir nicht mit dem Euro, mit dem US-Dollar, Austral-Dollar, US-Dollar zu kommen. Das ist ein anderes Bild. Hier haben wir eine wahnsinnig weit laufende Range und da gibt es hier seit Monaten nichts Neues an dieser Stelle hier. Also wir haben die Range da und ich habe ja gesagt, in Ranges geht es immer ein bisschen hoch und runter. Hier haben wir
gestern sozusagen wieder den Abprall von der Range-Oberseite gehabt, den der Markt jetzt nach unten auch testet, also im Kurzfristbereich. Da muss man einfach mal in die Stunde reinschauen, was hier interessante Level sind. Das erste interessante Level, was ich hier auf Tagesbasis sehe, ist mal oben die 1,642 und hier unten die 1,63, 62, 63, wenn wir uns das mal kurz anschauen. Und hier sehen wir es, wie der Markt von oben jetzt nach unten trendet und die Level, die wir hier haben, die ich gerade auf der Tagesbasis auch gesucht habe, das ist das Drehlevel hier. Daran sieht man mal, wie wichtig das ist, dass man die Charts gut lesen kann. Da kann man das relativ schnell auch sehen. Das sind die Spuren, die wir im Chart lesen können. Thema Spuren im Chart lesen gibt es übrigens heute Abend mit dem Wieland Alt und mir eine schöne Diskussion im Online-Stammtisch für den VTRD in Hamburg. Aber zurück zum Chart hier. Ja, 1,642, hier unten der kleine Zwischenschnapper, hier die 1,6323 und dann haben wir hier unten schon den großen Anlaufbereich. Also kurzfristig, definitiv, sieht das eher danach aus, als würde der Markt hier weiter nach unten wollen. Interessant wird es werden, was hier unten an der 0,64 passiert. Ja, das Ganze wird sich zeigen. Wird das abverkauft, mehrt das dann natürlich den Druck von oben nach unten, wenn sich hier keine Käufer finden. Und dann können wir schauen, wer kommt nach mir ins Spiel. Ne? Grüße an meine Seminarteilnehmer hier vom vorletzten Wochenende. Das hier sind die Marker, die wir haben. Dann sieht es eher short aus, ne? Ganz klar, Euro, Australdollar. So, und jetzt gehen wir noch auf britisches Pfund, japanisches Yen ein. Auch immer wieder gerne gefragt. Schönes Währungspaar. Bewegt sich auch immer mal ganz ordentlich. Na? Hier sehen wir in den 4 Stunden jetzt einen schönen Aufwärtstrend am Laufen. Ich gehe mal ganz kurz auf den Tageschart mit drauf. Und hier wird halt auch einfach gefragt, Dankeschön dafür. Ich soll mal auf die Tagesebene schauen. Das gibt mir das Ganze immer etwas leichter. Und die Frage, die hier gestellt wird, wartet, ich nehme mal ganz kurz diese ganzen Marker hier raus, die wir jetzt aktuell nicht brauchen. Auf Tagesbasis wird gefragt, ob wir hier eine Range-Bewegung haben. Also passt auf Tagesbasis. Naja, also ich würde auf Tagesbasis jetzt mal nicht zwangsweise von der Range-Bewegung sprechen. Also nicht im Tageschart. Was man im Tageschart relativ gut sehen kann, ist, dass wir hier an dieser Stelle, also diese Kerze, wartet mal, ich mache das mal kurz größer und nehme mal den Zeichenstift mit rein. Schaut mal, das hier an dieser Stelle, das ist ein Außenstab, eine Außenkerze. Ne? So, und es gibt bei den Außenstehenden Leute, die sagen, okay, wir brauchen, bis der verlassen wird, definitiv einen Schlusskurs außerhalb. Andere sagen, wir brauchen nur einen verlassen, dann ist das raus. Also rum wie numm. Es spielt am Ende in der jetzigen Situation eigentlich keine große Rolle. Ja? Also wenn man das mal so sehen möchte, wir haben das Kerzenhoch. Das haben wir da oben klemm hier, das ist diese Seite. Und dann haben wir das Kerzentief, das haben wir da unten. So, und jetzt kann man einfach davon ausgehen, sich die Frage stellen, und da deswegen wird diese Frage, ein Tief unter dieser Kerze, ein Schlusskurs unter dieser Kerze wäre ein Verlassen, ein Schlusskurs drüber wäre auch ein Verlassen. Mir kommt es da immer eher auf die Trendverläufe an. Ja? Und wenn sich plötzlich hier ein Abwärtstrend bildet, der dann wieder zurückgeht, ist das halt einfach die Schwankungsbreite oben drinnen. Und wenn wir jetzt tatsächlich mal kurz oben drüber schließen sollten, wäre das ja technisch ein Verlassen. Wenn wir dann aber wieder drum zurückgehen, ändert das am Gesamtbild nichts. Ne? Also das heißt auf Tagesbasis, es ist wirklich eine Mini-Range. Ne? Das kann man schon so sagen. Das kann man nicht von der Hand weisen. Aber um diese Mini-Range dort zu haben, muss ich wirklich sagen, muss man in die Stunde reinschauen. Weil was wir hier jetzt auf Tagesbasis einfach sehen, um die grobe Trendrichtung auch mal rauszubekommen, ist halt wirklich schon, dass der Markt hier ziemlich stark nach unten abverkauft hat. Hier hat er mal kurz zwischendrin gehalten. Und was wir hier auch gesehen haben, ist, dass wir hier ein wichtiges Level erst einmal rausgenommen haben, nämlich dieses Zwischenhoch hier an dieser Stelle. Seitdem, wie schon gesagt, nur nach oben, hier oben sehr ausladende Kerzen, also das ist so ein Verharren. Aber wir haben natürlich jetzt eine schöne Chance, nach oben zu laufen, denn wenn man das Ganze mal so nehmen möchte und mal das Thema Innenstäbe, Außenstäbe ein bisschen außen vor lässt, kann man im Groben schon sagen, schaut mal, wir sind hier hochgetrendet, wir sind hier runtergetrendet, wir sind hier hochgetrendet, wir sind hier runter. So, also wenn es jetzt da oben draus weitergeht, haben wir schon gute Chancen, weiter nach oben zu laufen.
Und der nächste Anlaufpunkt auf der Oberseite wäre dann mal hier dieser große Drehbereich, wo der Markt hier oben komplett rumgedreht ist, die Marke von 1,383. Das ist hier oben das Level, das ist der nächste Anlaufpunkt an dieser Stelle. Und wie schon gesagt, der Schub hier oben raus würde dazu führen, und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz in die nächste kleinere Zeiteinheit, das ist der 4-Stunden-Chart, dass das Trendige, was ich gerade auf Tagesbasis gezeichnet habe, halt hier unten schön zu sehen ist. Ne? Ja, wir trenden hier nach hoch, wir haben steigende Hochs, wir haben steigende Tiefs von unten, und wenn wir tatsächlich oben drüber gehen, dann wäre es hier tatsächlich der Schub oben raus. Ne? Und hier sehen wir auch, warum das keine klassische Range ist. Ja? Eine klassische Range sieht so aus wie hier drüben. Also das hier, das ist etwas, das kann man wirklich schön als eine Range klassifizieren, das Ganze hier. Und wenn man das Ganze mal spiegeln möchte hier an dieser Stelle, da hat man das Ganze halt etwas anders als hier drüben. Ne? Also das ist das, wo man sagt, das ist jetzt nicht wirklich so eine klassische Range, die man da hat. Es gibt immer mal Ausreißer, aber hier ist doch mehr Seitwärtsbewegung, als das hier gewesen ist. Und von der Seite her, ich würde es nicht als Range bezeichnen, aber egal wie man es bezeichnet, wichtig ist, dass man die Trendverläufe sieht, und hier sehen wir ganz klar, der Markt will nach oben, und wenn dieses Level hier rausgenommen wird, dann haben wir weitere Chancen, zur Oberseite reinzulaufen. Und wie schon gesagt, dadurch, dass wir jetzt hier diesen wichtigen Bereich schon mal rausgenommen haben, haben wir jetzt den Weg nach oben tatsächlich auch offen, ja, und wenn wir hier droben rausgehen, dann haben wir nach oben hin auch ein paar Anlaufpunkte, die wir durchaus nehmen können hier, dieses Level oben, dieses Zwischenhoch in diesem Verkaufsbereich. Und wenn das tatsächlich rausgenommen wird hier, dann haben wir hier oben noch die Drehpunkte, beziehungsweise hier die Zwischenhochs. Also ein paar Anlaufmarker haben wir da schon, die planbar sind. Ist interessant, wenn ich es mitbekomme und wir hier tatsächlich ein schönes Kaufsignal bekommen, geht das natürlich auch hier in unsere morgendlichen Trading-Ideen mit rein. Ju, hätten wir das. Und dann kommt noch eine Frage zum US-Tech. Hier, Nasdaq. Läuft. Läuft. Stundenchart, der Blick da rein, wir sehen es oben. Der Markt ist gestern schön gestiegen. Hier oben haben wir ein fettes Widerstandslevel bei 11.000, etwas unter 600 Punkten. Und das Level ist nicht von schlechten Eltern. Da müssen wir wirklich erstmal drüber, damit wir hier im Hochlauf reingehen können. Das bleibt sehr, sehr, sehr spannend zu sehen. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Wir sehen hier oben so eine Kontraktion unten drunter leicht. Wenn der Deckel hier oben wegfliegt, wir tatsächlich hier über das Hoch bei 11.613 Zählern drüber laufen, dann haben wir den Weg nach oben hin offen, und wir sehen auch schon ein paar Anlaufpunkte als Zielmarker hier oben auf der Long-Seite. Wenn wir drüber fliegen, schaut mal hier oben, dieser Bereich, das wäre ein toller Anlaufbereich, 11.840, und dann können wir uns hier zum Hoch orientieren. Einen Bereich müssen wir aber auf dem Weg nach oben noch mit auf der Uhr haben, und das ist dieses Drehlevel hier, also der Punkt, wo der Markt hier doch definitiv sehr, sehr stark nach unten abgedreht ist. Ja, und das ist hier oben die Marke, wartet, ich ziehe es euch mal ganz kurz durch, ganz grob das Level hier um die 12.100 und knapp 70 Punkte Marke ist da. Wenn wir hier oben drüber fliegen, ist der Weg nach oben da. Prallen wir allerdings ab, ja, dann haben wir dieses Hin und Her-Geding mal wieder an dieser Stelle. Also, dann wird es bereit. Was passiert hier unten? Wenn wir tatsächlich bei 11.6 abprallen, ist der Weg erstmal frei hier unten rein Richtung, jetzt muss ich es mal kurz etwas größer machen, hier in diese tiefe Zone rein bei, ja, 11.200, was haben wir hier oben, 39, 40 in etwa, beziehungsweise hier das Level hier unten, na, die Linie, ah, ich kann sie nicht ziehen, wartet mal, ach, das ist was anderes, also hier, wir brauchen dann dieses Level, diese Level hier unten brauchen wir, dass wir es haben, kurzen Augenblick, ich mache mal das dick, und damit haben wir die Unterseite, und wenn wir tatsächlich oben abprallen sollten, ja, sollten, wohlgemerkt, ja, momentan ziehen die Märkte halt schön nach oben aber auch an, das wäre dann interessant zu sehen, weil dann haben wir im kleinen, kurzfristigen natürlich auch Anlauflevel, die interessant sind, da müssen wir uns einfach mal diese starke Aufwärtsbewegung mit anschauen, ja, und wenn wir das da mal sehen wollen, wo wir hinlaufen können, hier, wie schon gesagt, hier war der große Ausbruch, hier schön auch dieses steigende Kursmuster hier, dieses, ja, Art Dreieck, was wir hier auch haben, an dieser Stelle, der Weg nach oben, wenn das abverkauft wird, kommt erstmal der Test vom Abverkauflevel im kleinsten in Frage, also hier um die Marke von 11.533 Zählern, und dann können wir uns zur Unterseite hin orientieren, die Schwungbereiche hier für den 5-Minuten-Chart, ich skizziere es mal ganz kurz an, den nächsten Anlauflevel, die wir da zur Unterseite haben, hier an dieser Stelle schauen wir rein, hier der 5-Minuten-Chart, und da sehen wir ganz klar, dass diese Level schon eine Rolle spielen, die ich gerade auch eingezeichnet habe, und das wären mal die nächsten Anlaufmarke, die wir haben. Hier schön der Schub nach oben, wenn es nach unten abbricht hier von diesem großen Level, was ich hier drüber habe, wie schon gesagt, die Marker hier unten, die Drehpunkte, die sind wichtig.
11.500 knappe 7, 11.400 hier unten um die 87 bis 90 und dann hier drüben das kleine um die 11.472. Das könnte Bewegung zur Unterseite geben, wenn wir abprallen. Diese Marker bitte unbedingt auf der Uhr behalten, weil wir haben momentan wieder sehr, sehr hohe Schwankungsbreiten. Ich muss mal ganz kurz gucken, nochmal, was der VIX gerade macht. Also wer den VIX noch nicht kennt, ich arbeite öfter mal mit diesem Index, der zeigt so ein bisschen die, das ist der Volatilitätsindex in den USA und der ist gerade wieder auf dem fallenden Ast. Das heißt aber, wir sind hier immer noch in der starken Seitwärtsbewegung. Nur wenn der fällt und jetzt weiter abgibt unter die Marke von 30, wäre das ein gutes Zeichen, dass die Märkte auch weiter ansteigen wollen. Aber wir haben Wahlen, ja, Donald Trump kann sprechen, wir haben Corona. Es gibt eine ganze Menge, was hier Bewegung bringen kann. Deswegen schauen wir immer drauf, nach oben und nach unten ist der Weg jetzt offen. Und diese Verortung, wo wir gerade sind, die wäre wirklich schön. Und wie schon gesagt, wenn wir tatsächlich über das Hoch hier drüber rausgehen, das kleine Zwischenhoch bei 11.613 Zählern rausnehmen, das wäre extrem spannend. Wir haben es 5 nach 9. Kurz der Blick in den DAX. Der DAX ist freundlich gestimmt und wir stehen wieder über 13.000 Punkten. Yes, Sir! Es läuft, die Bullen sind zurück. Mal schauen, ob es nachhaltig ist. Aber es ist schon mal immer schön, diese Dinge auch zu sehen. Im DAX gibt es ja übrigens auch ein paar Änderungen in Kürze. Die sind angedacht, gibt bald 40 Werte im DAX, nicht nur 30. Zumindest soll das so kommen. Ich gehe auch darauf in einen der späteren Sendungen mal ein. Danke heute fürs Zuschauen. Vielen Dank auch für das Lob. Ich bekomme hier gerade geschrieben, danke für die super Analysen. Ich mache das sehr, sehr gerne. Empfehlen Sie uns bitte weiter, auch wenn es auf Zoom hin und wieder mal so optische Sachen gibt, die nicht so hundertprozentig sind. Wir sind hier am Arbeiten, dass das Ganze auch eine hohe Qualität behält. Von der Seite her danke auch für die Geduld. Empfehlen Sie uns weiter und bis morgen. Tschüss.